Seit Jahren tourt der gebürtige Steirer erfolgreich als Ermi-Oma durch Österreich. Mr. Ausverkauft wird der zweifache Großvater mittlerweile auch gerne genannt. In seinem aktuellen Programm dreht sich alles rund um das heikle wie brisante Thema 24-Stunden-Pflege. Und damit herzlich willkommen, Markus Hirtler. Danke für die Einladung. Über die Herausforderungen im Umgang mit dementen Menschen, die steigende Lust im Alter, Würde und Pflegeroboter. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to me. Authentic, empathic, fair. Alt werden wir alle. Die Frage ist, die große Frage ist, wie sieht die Pflege der Zukunft aus? Wird es sich bezogen auf die Würde der zu pflegenden Personen verschlimmern? Werden wir irgendwann sogar von einem Roboter gepflegt? Markus Hirtler, alias Ermi-Oma und diplomierter Krankenpfleger, was sagst du dazu? Ich befürchte, dass die Roboter in der Pflege Einzug halten werden. Das heißt, nicht Einzug halten werden, sondern die sind schon in der Pflege, jetzt nicht in Österreich, aber in anderen Ländern durchaus schon sehr modern. Pflegeroboter, ich denke mal, das muss man jetzt ein bisschen differenziert anschauen. Wenn Dinge erledigt werden, die jetzt nicht unbedingt die Würde des Menschen antasten, dann kann das ja ganz angenehm und hilfreich sein. Was ist das dann? Wichtig zum Beispiel? Ist, dass der Mensch. Naja, zum Beispiel, es wird ja jetzt in Zukunft Arbeit in jedem Haushalt einen Roboter geben. Und wenn der gewisse Dienste übernimmt, wie bring mir das Häferl oder gib mir was vom Tisch her, dann ist das ja nichts Unangenehmes. Aber wenn es um Dinge geht, wo ich persönlichen Kontakt brauche, wo ich Ansprache brauche, wo ich die Begegnung mit Menschen brauche und es geht um Kostenfaktoren zu senken, dann finde ich es sehr bedenklich und fragwürdig. Also grundsätzlich Hilfsmittel in der Pflege sind sehr positiv, aber den Menschen in seiner Menschlichkeit ersetzen durch Roboter, keine Ahnung, ich weiß ja mittlerweile, dass es in Japan, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, aber ernsthafte Bemühungen gibt, dass man Roboter heiraten kann. Das ist schon soweit. Und ich denke mir, ich fühle mich noch jung, ich bin ein bisschen über 50, aber ich merke, dass da eine Entwicklung im Gange ist, die uns manchmal wirklich sehr rasant, schnell, also sehr schnell geht, wo man gar nicht so wirklich mitkommt. Grundsätzlich möchte ich nicht sagen, jeder Roboter in der Pflege ist zu verurteilen. Ich sage, der Mensch braucht eine Begegnung auf Augenhöhe, er braucht Menschlichkeit und es ist nicht alles zu ersetzen durch Roboter. Würde bedeutet per Definition Bewusstsein des eigenen Wertes. Wo fängt das in der, Klammer auf, alten Klammer zu, Pflege an? Wo hört sie auf? Wie hat sich das in den vergangenen 2 Jahrzehnten auch aus deiner Sicht verändert? Das sind wirklich eigentlich essentielle, elementare Fragen. Wie kann ich als Mensch meinen eigenen Wert erkennen? Der Begriff Würde ist ja häufig gebrauchtes Wort und meistens sehr abdroschene Geschichte. Und ich habe es ja im Kabarett drin, dass ich oft sage, ja, ich wundere mich, dass es keine Pflegeagenturen gibt, die heißen Würde, Würde, Würde in Würde. Also, es gibt alles. Es gibt Zahlen in Würde, Altern in Würde, Sterben in Würde, 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 Würde. Aber die Würde des Menschen als den eigenen Wert erkennen. Ich glaube, da haben einen ganz einen großen Einfluss, haben da verschiedene, ja, die Menschen, die uns prägen. Was wird in uns hineingesprochen? Wer sagt dir, wann du wertvoll bist? Und ich wünsche mir da jetzt einmal ganz besonders von den Kirchen und Religionsgemeinschaften, dass sie aufhören, so viel warme Luft zu verbreiten und anfangen, dem Menschen zu sagen, dass er geliebt ist. Punkt. Geliebt, Punkt. Nicht geliebt, wenn. Du bist als Mensch nicht geliebt, wenn du deine Hausaufgaben brav machst, wenn du Mama und Papa immer. Also, nein, du bist geliebt, Punkt. Und ich glaube, damit beginnt es, dass ich meinen eigenen Wert erkennen kann, wenn ich mich vor den Spiegel stellen kann und reinschauen kann und sagen, ja, ich weiß, der mich da anschaut, ist geliebt. Er ist ein von Gott geliebter Mensch. Und
Das ist, ich meine, die Frage nach der Würde finde ich sehr spannend. Was ist würdevoll, was ist nicht würdevoll? Das ist auch individuell eine Begegnung zwischen uns. Jetzt kann für die vielleicht ganz würdevoll sein und für mich überhaupt nicht würdevoll sein. Würde, könntest du es gleichsetzen mit liebevoll auch, ansatzweise? Weißt du, was ist Liebe? Ist ich Liebe jetzt, als wenn ich mich da an einen Erich Fromm orientiere, mit den verschiedenen Säulen der Liebe wie Achtung, Erkenntnis, Fürsorge, Verantwortungsgefühl, dann sage ich ja, wenn dieses Verhalten, ich sage jetzt einmal, wenn das Verhalten zwischen uns so ist, achtsam und Verantwortungsgefühl und mit von Fürsorge und Erkenntnis geprägt ist, dann ist es natürlich ein würdevoller Umgang, der auch liebevoll ist. Aber ich weiß es nicht, ich bin ja kein Philosoph und auch kein Theologe, aber ich habe diese Angst, dass manchmal diese Begriffe so überstrapaziert werden und man braucht halt eigentlich gar nicht viel. Man braucht im Umgang jetzt mit alten Menschen, sage ich, man braucht ein bisschen Kümmerei. Also das ist wieder diese Säule Erkenntnis, laut Ja. Erich Fromm, dass ich, tja, wir reden jetzt miteinander, du wirst fürchterlich zornig mit mir. Die übliche Reaktion wäre, dass ich sage, Julia, fähr dich jetzt nicht so auf und jetzt reiß dich ein bisschen zusammen und was hast du denn jetzt, warum gehst du denn so los auf mich? Die Erkenntnis würde sagen, Julia, sag mir jetzt einmal ganz ehrlich, was hat dich jetzt so zornig gemacht? Ich möchte jetzt wissen und verstehen, was hat das bei dir bewirkt? Nicht meine Reaktion, sondern ich bin bereit zu hören, wie es dir geht. Und da wird die Begegnung dann sehr würdevoll. Und ich glaube, auch im Altersheim, weißt, wenn wir mit alten Menschen zu tun haben, es geht ja gar nicht um diese hochphilosophischen Fragen. Es geht ja um die Lebenspraxis. Wie gehen wir miteinander um, wenn ein alter Mensch seine Semmeln sammelt im Nordkastel? Oh Mann. Gehe dann hin und sage, ramm das weg und das kannst du nicht machen, da kommen ja die Ratzen. Oder bin ich bereit zu verstehen, wenn der im Krieg nicht gesammelt hätte? Dann hätte er gar keine Chance gehabt zum Boah, Überleben. da kriege ich ja Gänsehaut. Markus Hirtler, wo setzt du mit deinem aktuellen Programm als Ärmi-Oma in 24 Stunden Pflege da an? Ich war mit dem Thema ganz lang schwanger. Also wenn ich ein Programm erarbeite, dann geht es normalerweise so vonstatten. Ein Thema beschäftigt mich, bewegt mich und dann gehe ich einige Jahre mit dem Thema schwanger. Und dann recherchiere ich ganz ernsthaft. Und ich habe viele Gepflegte getroffen, viele Pflegende getroffen, Agenturen getroffen und habe das alles einerlassen und zulassen und hingehört und mitgeschrieben und aufgenommen. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein unglaubliches Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit, die muss ich thematisieren. Bin dann nach einigen Recherchen heimgefahren zu meiner Frau nach Interviews und habe gesagt, Dina, das kriege ich nie auf die Bühne. Das ist auch überhaupt nicht witzig. Das schaffe ich nie. Und habe mich dann zurückgezogen und habe wirklich gerungen und gehadert und gekämpft, wo ist der Knacker, gell? Wie kann ich das auf die Bühne bringen, das hochbrisante Thema, dass es die Leute nehmen können, dass es wirklich in Humor verpackt, eine tief ernste Botschaft, wo man hinschaut und bereit ist, in den Spiegel zu schauen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass dieser Tinder-Manie gegenüberzustellen. Das heißt, das Enkel von der Ärmi-Oma sucht eine Partnerin auf Okay. Tinder oder irgendeiner Partnerbörse. Und die Oma sucht eine 24-Stunden-Pflegerin. Und beide wischen es umeinander am iPad oder am Handy. Und das ist ein sehr ähnliches Prinzip. Bei der Partnersuche tust du Büdel schauen und dann wischen. Das Gleiche läuft in der 24-Stunden-Pflege. Ich schaue mir die Fotos an von den Pflegerinnen, schaue, was die alles tun oder was sie alles nicht tun. Beurteile jetzt nicht. Das kann ganz, ganz spannend sein, wenn ich jemand in der Partnersuche, ja, es ist ja gut, wenn ihr jemand findet, der zu mir passt, der gleiche Interessen, ähnliche Fähigkeiten, Neigungen und Begabungen hat, ähnliches Wertekonzept, vielleicht auch ähnliche Musik gern hört. Und in der 24-Stunden-Pflege ist es ja gut, dass mich jemand betreut, wo ich weiß, wenn der ein Schlagerfan ist und ich stehe auf klassische Musik, dann ist es vielleicht einmal nicht das Allerbeste. Und ich habe dann gemerkt, auch dieser Wahnsinn,
man sucht sich jemand aus und wenn er nicht passt, also die haben ja immer gesagt, dann, und wenn es nicht passt, trinkst dann Kakao und sagst ciao. Ist sie aber lieb und nett, gehst mit dir ins Kino. Und diese Haltung, weißt, wir suchen uns aus, was wir wollen und das nehmen wir, solange es uns passt. Und wenn es nicht mehr passt, dann sagen wir tschüss, jetzt kannst du schleichen. Und diese Verträge sind tatsächlich so. Man kann bei vielen Agenturen ohne Angabe von Gründen jederzeit die Pflegerin aushören. Und die arbeiten 24 Stunden am Tag, sind die da. Ganzes Monat. Gibt es unterschiedliche Konzepte. Wochenlang, einige Wochen, am Monat, mehrere Monate. Unter Bedingungen, wo du, so gut kenne ich die jetzt nicht, aber ich glaube, wo du nicht arbeiten würdest und ich auch nicht. Rund um die Uhr. Permanent. Zu einem Lohn, wo man sagt, jenseits von Gut und Böse, 230 Euro pro Tag brutto beginnt es. Die Oma rechnet es dann vor, sind 1,33 Euro pro Stunde. Und da gibt es ja dann lustige Geschichten. Die Oma rechnet der Schwiegertochter oder der Schwiegertochter vor, 1,33 Euro pro Stunde, 4 Stunden braucht es im Monat, das sind 5,33 Euro. Die arme Oma. Ja, die will daheim bleiben und nicht ins Heim. So lange wie möglich daheim bleiben. Also ich habe, wie ich Pflegedienstleiter war, habe ich, das war jetzt vor vielen Jahren in der Schillingzeit, warte mal, das war 1992, glaube ich, oder 94. Da hätten wir ein Ehepaar, Bewohner-Ehepaar gehabt, die wollten gerne zu Hause gepflegt werden. Die 24-Stunden-Pflege hat es damals noch nicht gegeben. Es hat keine Pflegekräfte aus dem Osten gegeben, war nicht möglich. Diese Familie hätte 60.000 Schilling im Monat angeboten, wenn jemand 24/7 bei ihnen arbeitet. 60.000 Schilling im Monat. Ich habe niemanden gefunden. Ich hätte es auch nicht gemacht. Ich war damals jung verheiratet. Wir haben zwei kleine Kinder gehabt. Die gehen nicht rund um die Uhr irgendwo hin. Also ein Jahr lang sicher nicht. Meine Familie vernachlässigen. Das machen jetzt diese Pflegerinnen aus dem Osten. Die lassen ihre Kinder daheim. Es gibt in Rumänien 150.000 Kinder, die niemand haben. Man spricht von den Europaweisen. Es gibt zig Heime, die im Osten leer stehen, weil die Pflegerinnen und Pfleger in Europa irgendwo in der EU arbeiten. Das heißt, die Häuser haben es. Die alten Leute haben es auch. Aber die Menschen, die die Pflegearbeit machen sollten, die sind irgendwo anders. Und dann kommt diese Frechheit der zum Glück endlich abgewählten Regierung, die dann sagt, die Kinderbeihilfe zahlen wir nicht. Und da sind, also wenn du dir die Studien anschaust, Altersarmut von 24 Stunden Pflegekräften, was denen im Monat überbleibt, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und da habe ich sehr lang recherchiert und ich habe alles gesehen. Wunderbare Lebenssituationen, wo die Pflegerin glücklich ist, die Patientin oder der Patient sehr glücklich ist. Katastrophengeschichten, wo die Pflegerin im Bett mit dem Angehörigen schlafen soll, also im Doppelbett, weil es Was? überhaupt keinen Platz gegeben hat in der Wohnung. Alles. Wo es an Kartoffel und ein halber Frankfurter Würstel am Tag kriegen, weil mehr haben sie im Krieg auch nicht gehabt. Das klingt auf der Bühne alles witzig, aber das ist eins zu eins recherchiert. Ich habe die Mitschnitte, die Videos, also die Interviews, das ist nichts aus der. Das ist nichts aus den Und Fingern das passiert gesaugtes. bei uns in Österreich. Das passiert bei uns in Österreich am laufenden Band. Die Politik schaut einfach super herrlich weg. Man kann über Corona denken, wie man will. Was mir wirklich sauer aufgestoßen ist, war dieses unglaubliche, koste es, was es wolle. Und die Pflege kämpft seit Jahren um ein paar Millionen Euro, damit man die Pflegequalität steigern kann und damit man Pflege anbieten kann. Und da wird immer nur diskutiert und weggeschaut, weggeschaut, weggeschaut. Und dann kommen Aktionen, wo man ein paar Euro locker macht. Und es geht um Qualität, es geht um Würde. Was Würde braucht auch einen Rahmen. Einen politischen Rahmen. Würde und Erwartungen. Dazu hast du dir nicht nur als Ermi-Oma auch Gedanken gemacht, sondern als Markus Hiedler gehst du damit auch auf die Bühne. Und zwar Erwartungen und andere Dummheiten heißt das in dem Fall. Wie darf ich das Genau, ja. verstehen? Die Erwartungen, die wir aneinander haben. Wir machen uns oft Bilder, wer der andere sein müsste. Und solange du nicht sein darfst, wer du bist, sondern meinem Bild entsprechen musst,
haben ja wir gar keine Chance, uns irgendwie zu begegnen, auf einer ehrlichen, achtsamen Herzensbegegnung, Augenhöhe. Weil dann müsstest du meinem Bild entsprechen und das, was ich mir von dir ausdenke. Und in Wirklichkeit liebe ich dann mich selber. Und meine Erwartung ist dann so wichtig, dass es eigentlich gar nicht um die geht, sondern um mich und meine Vorstellung von dir. Da gibt es halt auch ganz viele verschiedene Geschichten dazu. Und schau, ich habe so ein Gesatzel, dass ich am Ende vom Programm gern sage, solange wir nicht bereit sind, diese Wege von Sympathie und Antipathie zu verlassen, können wir nie in die Empathie kommen. Wirkliche Begegnung ist, glaube ich, erst möglich zwischen Menschen, wenn sie bereit sind, diese Pfade von sympathisch und unsympathisch verlassen und einfühlsam miteinander werden. Da ist es halt wichtig, dass ich die nicht mit meinen Maßstäben bewerte. Sympathisch ist uns meistens das, was uns vertraut ist und was wir kennen. Aber das hat mit anderen ja gar nichts zu tun. Da geht es ja immer nur um mich. Als Ärmi-Oma erhebst du immer die Stimme für die, die es nicht können. Wer Ja, sind das ist mein Job. Also das ist die? mein Job Genau. als Kabarettist. Schau, ich denke mal, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin jetzt bald 52 Jahre alt. Ich kann für meine Geschichten kann ich kämpfen, ich kann mich aufrichten und gerade machen und was erstreiten. Und es ist natürlich eine Anmaßung, wenn ich jetzt sage, ich erhebe meine Stimme für die Menschen, die in unserer alten Entsorgungsgesellschaft nicht mehr gehört werden. Es ist natürlich schöner, wenn dann alte Menschen auf mich zukommen und sagen, danke, dass sie ihre Stimme für mich erheben. Aber die Frage ist ja, wie wird Menschen begegnet, die pflegebedürftig sind und im Altersheim sind? Welche Interessen spielen damit? Also sind da vielleicht Angehörige, die schon aufs Haus warten, oder sind da Pflegekräfte, die gerne ein bisschen weniger Stress hätten? Und ich glaube, ich hab mir irgendwie so zur Verpflichtung gemacht, als ich als Kabarettist möchte gerne einen Spiegel in den Raum stellen. Ich will nicht sagen, das ist die Wahrheit und so muss man denken, sondern ich habe für mich einen inneren Auftrag zu sagen, schaut zu mir hin. Und das geht mit Humor ganz gut. Ich möchte einfach gewisse Szenen nachstellen, gewisse Begegnungen auf der Bühne darstellen, wo die Leute einen Spiegel vorgehalten kriegen. Ein Und wer will, darf in den differenziertes Spiegel reinschauen. Hinsehen. Ja, es ist nicht schwarz und weiß, weißt du, Na. es ist nicht immer die Schwiegermutter oder die Schwiegertochter, die böse und die Schwiegermutter, die gute, sondern das sind Millionen Graustufungen dazwischen noch. Und ich glaube, es ist aber wichtig, enorm wichtig, für alte Menschen, dass sie gehört werden. Ich stehe ja nicht als Markus Hirtl auf der Bühne, ich stehe als Ermium auf der Bühne und da möchte ich gerne das weitergeben, was ich wahrgenommen habe. Es ist ja nicht die Wahrheit, sondern das sind Eine zigtausende Fülle von, Begegnungen mit ja. alten Menschen. Ich habe als Krankenpfleger die meiste Zeit am Bett gearbeitet, aber dann als Pflegedienstleiter, als Heimleiter, als Sozialmanager. Ich habe mich ganz oft zu Essecken hingesetzt und nichts anderes dann wie gehört. Und ich habe zu den Menschen gesagt, erzählt einmal, was ist euch ein Anliegen? Und dann sind Dinge gekommen, die sind für mich als Markus Hirtler überhaupt nicht relevant gewesen. Wie zum Und denen Beispiel? aber ganz Wie wichtig zum gewesen. Beispiel? Da waren zum Beispiel Sachen dabei, wo es um Pflegebedürftigkeit gegangen ist und um Behinderungen gegangen ist, wo ganz arge Sätze kommen sind, wie tut's uns alle weg und wir sind ja nur Belastung und warum lasst ihr überhaupt hochkommen? Und ich hab Boah. wirklich wochenlang hat mir das gemartert und ich habe gegrübelt, wie kommt es dazu? Woher kommt dieses Denken? Und dann habe ich mit einem Psychologen darüber geredet, der sich ganz viel auseinandergesetzt hat mit dem Thema Würde, Wertigkeit und Nationalsozialismus. Und der hat zu mir gesagt, Markus, schau mal, in der nationalsozialistischen Zeit war es üblich, dass in Rechenbüchern Rechenbeispiele waren, eine Wohnung, ein alter Mensch, der pflegebedürftig ist, kostet dem Staat im Jahr so und so viel Geld. Wie viele Wohnungen könnte man dafür für junge, rüstige Menschen finanzieren? Das heißt, sie haben immer vorgerechnet gekriegt, dass sie nichts wert sind. Und da sind wir jetzt vielleicht wieder bei deiner allerersten Frage mit der Wertigkeit des Menschen und der Würde. Wenn du als Kind schon vermittelt kriegst,
altgebrechlich ist nicht erstrebenswert. Es ist eine Belastung für die ganze Gesellschaft. Und dann bist du in dieser Situation. Jetzt überlege mal, wie du dich fühlst. Du Boah, fühlst siehst du dich das als gerade? Mir Belastung. schießen gerade die Tränen in die Augen. Dann habe ich ein Ist Erlebnis das gehabt, schier? das war für mich so spannend. Ich habe vor ganz vielen Jahren habe ich ein Projekt gemacht im Altenheim über Kommunikation und Kabarett miteinander zu verbinden, um Empathie zu erreichen. Also das hat, glaube ich, Schlupf eingeheißen. Und da ist es darum gegangen, in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Also ich habe Bewohner von Altenheimen ermutigt, in die Rolle der Krankenschwester, des Heimleiters, der Heimleiterin zu schlüpfen. Und umgekehrt, Pflegekräfte, Mitarbeiter im Heim ermutigt, sich ins Bett zu legen, sich waschen zu lassen und also wirklich in die Rolle des anderen zu steigen. Und wir haben eine 91-jährige pensionierte Lehrerin, habe ich gefragt, ob sie bei diesem Projekt mitmachen würde. Und dann schaut sie mir an und sagt, haben Sie nichts zum Tun? Sage ich doch, das ist mir gerade ganz wichtig. Wenn Sie meine Meinung hören möchten, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Putzt die alten Leute weg. Wir sind ja nur eine Belastung für das Volk. Und dann sind hier auf diesem wunderschönen Areal, steht nicht das hässliche Altenheim, sondern dann sind wunderschöne Bäume und Parkbänke, wo sich die Menschen vergnügen können. Habe ich gesagt, gnädige Frau, ich sehe es ein bisschen anders. Die haben ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet Ich wollte genauso und etwas haben sagen. eingezahlt und jetzt da haben die Jungen eine Arbeit, kriegen gut bezahlt und sie dürfen sie betreuen. Wenn sie nicht wären, der alte Mensch ist der größte Dienstgeber in unserem Land. Und wenn sie nicht wären, dann wäre hier nicht ein Park mit 300 Bäumen, sondern mit 300 Arbeitslosen. Hat sie gesagt, das ist ein interessanter Zugang. Worum geht es in dem Projekt? Ich bin dabei. Und sie war dann auf dem Titelbild von dieser Arbeit. Das ist so ein Pflege-Innovationspreis in der österreichischen Altenpflege gegangen, wo ich da mitgemacht habe. Sie war dann am Titelbild oben. Und das war einfach dieser unglaublich, ja, der Zugang. Mir hat das einfach, mir war das so wichtig. Erst durch das Gespräch, durch die Begegnung auf Augenhöhe habe ich ihr sagen können, Moment. Sie sind sehr wertvoll und dass Sie hier sind, ermöglicht ganz vielen anderen Menschen, dass sie einen Job haben und eine Arbeit haben. Das hat sie noch nie so gesehen. Sie hat sie immer nur als Belastung gesehen. Und das ist halt die Frage, weißt du, dürfen wir in unserer Gesellschaft wirklich dem alten Menschen, wenn er gebrechlich wird, vorrechnen, dass er ein Kostenfaktor ist? Ist ein Mensch ein Kostenfaktor? Und deswegen ist mir die Galle übergangen, wie ich gehört habe. Koste es, was es wolle. Wir nehmen jedes Geld in die Hand. Das wird jetzt alles finanziert. Und im nächsten Atemzug, weil kurz davor hat man den Menschen noch permanent vorgerechnet, dass er eine Belastung ist für unser ganzes System und der Generationsvertrag kippt und die alten Menschen sind nur Belastung. Denke ich mir, jetzt werden wir mal ehrlich und schauen wir mal hin, was braucht man wirklich? Wir brauchen eine Qualität in der Pflege, die haben ja immer gesagt, dann zum Thema 24-Stunden-Pflege, für mich wäre es eine Qualität, wenn mich die Pflegerin versteht. Und wenn sie das, was sie dort kann, weil sie es gelernt hat, da kommen Menschen in unser Land, die ihre Kinder vernachlässigen, ihre Familie aufgeben, 24 Stunden da sind und die werden wie Abschaum behandelt. Die kriegen sehr schlecht Zeit, die stürzen in die Altersarmut. Und dann wird ihnen das Zertifikat ausgedruckt. Das heißt, die haben teilweise null Qualifikation für irgendwas. Zu mir hat der Pflegerin gesagt, sie ist hinkommen zu einer Familie, die Agentur hat sie quasi über den Tisch gezogen. Ja, ist eh nichts zum Tun, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Butterbrot schmieren, sonst brauchst du eh nichts tun. Und dann ist sie abgeliefert worden bei einer Familie mit einer schwerstpflegebedürftigen Patientin. Die war mehr oder weniger wie eine Intensivpatientin. Sie hat null Tau von irgendwas gehabt. Dann hat sie gesagt, naja, sie kann ja gar nicht die Pflege. Hat die Agentur gesagt, das ist wurscht, das druckt man aus. 50 Euro und du kriegst ein Zertifikat, egal was draufstehen soll. Und die denkt mir, das kann nicht sein. Und so fühle ich mich 24, verpflichtet, zu dem er das hier muss.
24 Stunden Pflege von und mit Markus Hirtler alias Ermi Oma gibt es das nächste Mal in Wagner in der Südsteiermark am 19. Oktober, am 20. in Mürzzuschlag, am 21. in Liezen im Ennstal und im November scherst du dann auch schon aus nach Salzburg, Tirol und Niederösterreich. Markus Hirtler, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.